können, auch zur Kommunikation mit U-Booten geeignet sind. Da gibt es ja dann auch diese berühmte Anlage am Clam Lake in Wisconsin in Nordamerika, die noch größer ist. Dort hat der dortige Senator Feingold von den Demokraten, der da für Wisconsin im Kongress sitzt, hat ja seit vielen Jahren darum gekämpft, dass diese Sache außer Betrieb genommen wird. Er hat sogar Mehrheiten im Kongress dafür zustande gekriegt und dann immer wieder hat das Ding dann doch nochmal geschafft zu überleben, weil dann irgendeiner im Pentagon meinte, sie bräuchten es doch noch. Ne? Nationale Sicherheit ist halt das Wort, mit dem man alles abwürgen kann. Also 11 Wellen, ich meine U-Boot-Ortung etc. ist ja alles verständlich, aber in Berlin gibt es keine U-Boote, höchstens U-Bahn. In Berlin gibt es keine U-Boote, in Wisconsin auch nicht. Diese Sachen sind natürlich sehr weitreichend, aber man hat auch vermutet, also dass das Radar, was hier in Berlin steht, ist ja jetzt nicht nur ein ELF-Radar, es ist auch ein normales Radar mit bei, das war eines der weitreichendsten Radar, die es überhaupt gibt. Das reicht also bis weit nach Polen rein, bis nach Danzig. Und ist natürlich in der Zeit des Kalten Krieges auch für die Luftaufklärung benutzt worden. Und ich glaube, es ist das einzige Radar dieser Art, was außerhalb der USA überhaupt steht, weltweit. Und man hat sogar vermutet, dass aufgrund der Eindringtiefe dieser Wellen in den Erdboden man damit bis hinter den Ural sogar vordringen kann, also bis hin zu den Nuklearanlagen von Semipalatinsk und so weiter, wo die Russen da ihre Interkontinentalraketen bauen, ne? Also das hat sicherlich teilweise auch geheimdienstliche Zwecke. Stichwort 11 Wellen, natürlich die berühmteste Installation, aber bei weitem nicht die einzige, die mit 11 Wellen operiert, oder indirekt eigentlich, genau genommen, ist HARP. Ja. Gab es auch schon einmal eine dezidierte Sendung darüber. Seit, ich sage mal, fast schon Jahrzehnten eigentlich Geheimnis umrungen und sehr viel Spekulation. Dennoch, mit HARP wird vermutet, ist es möglich, das Wetter zu beeinflussen und auch großräumig Gemütsveränderungen oder vielleicht sogar mehr hervorzurufen. Können Sie kurz schildern, um was es sich bei HARP handelt? HARP ist offiziell ist es ein Aurora-Forschungsprojekt. Man weiß aber natürlich, dass es im Grunde eine militärische Anlage ist. Es ist ein Antennenwald von mehreren hundert Antennen in der Wildnis in Alaska aufgestellt worden ist, in der Nähe von Gakona. Und wir haben also bei unseren Recherchen auch für das Buch Zaubergesang in regem Kontakt auch mit den Wissenschaftlern gestanden, die dabei HARP involviert waren, von der Universität Fairbanks und so weiter. Wir haben die Grundlagenpatente eingesehen, die sogenannten Eastland-Patente, in denen ja schwarz auf weiß steht, dass HARP zur Wetterbeeinflussung geeignet ist. Das ist beim Patentamt durchgegangen und da gehen ja nun doch nur Sachen durch, die sich wissenschaftlich nachweisen lassen. HARP arbeitet so, dass diese Antennen, das sind keine ELF-Antennen, die müssten viel zu groß dafür sein, das sind kleine Kreuz-Dipol-Antennen, die so im Megahertz-Bereich Radiowellen in die Atmosphäre schießen, in die obere Atmosphäre, in die Ionosphäre und das Ganze so gebündelt, also praktisch diese 180 Antennen oder wie viel das sind da, schießen da einen gebündelten Strahl hoch, das ist wie ein Laser, nur dass es nicht im Lichtbereich ist, sondern im Radiowellenbereich. Und damit wird ein bestimmtes eng umschriebenes Areal in der oberen Ionosphäre sozusagen sehr, sehr stark aufgeheizt. Das heißt also, im Grunde wird ein künstlicher Blitz erzeugt auf diese Weise. Und wir wissen ja schon seit den 50er Jahren, seit den Forschungen von Professor Schumann in München, dass bei einem Blitz, auch wenn er auf natürliche Weise entsteht, eben als Nebenwirkung sogenannte Schumann-Frequenzen entstehen. Also das sind diese ELF-Wellen, die im Bereich zwischen 8 und 40 Hertz liegen. Es gibt da mehrere verschiedene Schumann-Frequenzen. Und das, was eben beim normalen Gewitter entsteht, diese natürliche Schumann-Wellen-Hintergrund, der kann dann eben mit HARP simuliert werden. Das heißt, man schießt diese Radiowellen nach oben und durch diesen künstlichen Blitz, den man da auslöst, wird quasi werden diese Schumann-Frequenzen erzeugt. Diese Anlage ist so gefährlich, dass sie abgeschaltet werden muss, wenn ein Flugzeug über die Gegend hinwegfliegt, weil das sonst Elektronik des Flugzeuges beschädigen könnte. Daran sieht man schon, dass das durchaus waffentauglich ist, obwohl das immer wieder abgelehnt wird von den Amerikanern. Es gibt einen Beschluss des Europäischen Parlaments in Straßburg, wo sogar ultimativ zum Einstellen dieser Forschungen und dieser Experimente aufgefordert wird, weil da auch wieder drinsteht, und zwar mit Mehrheit aller Parteien in Straßburg beschlossen,
dass das eine Anlage ist, die also der Wettermanipulation und der Manipulation der Bevölkerung Tür und Tor öffnet. Man braucht nicht lange zu fragen, warum, weil diese Schumann-Frequenzen eben diese 8 bis 40 Herzfrequenzen wieder die Gehirnfrequenzen sind, die wir im EEG messen können. Und man hat ja sogar festgestellt, dass wenn man jetzt eine Radiowelle hochschickt, die jetzt nicht einfach nur monochromatisch ist, sondern der man jetzt eine Information aufträgt, aufmoduliert, so wie ein Radioprogramm hochschießt, dass diese Programminformation über von den Schumann-Wellen übernommen wird. Man konnte also auf diese Weise, ich glaube, Wagners Walküre hat man da dann über den Äther geschickt als Schumann-Frequenz. Ne? Und wenn jetzt ein menschliches Gehirn das irgendwie aufnimmt, dann kann er das wahrscheinlich hören, wenn er entsprechend empfänglich dafür ist. Ich meine, ein Chat-Teilnehmer, Onkel Tuka, schreibt da, dass er einen gewissen Brummton überall hört. Ich höre das, egal wo ich mich in Deutschland aufhalte, habe das schon an verschiedenen Stellen nachts gehört. Ich glaube, er meint einen Brummton. Das heißt, es gibt also Leute, die bei denen das nicht irgendwie lokal begrenzt ist, aber dann gibt es natürlich auch Phänomene wie den Tinnitus etc. Ja. Also das Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass es ständig verschwimmt mit ganz normalem psychologischen. Es ist wirklich schwierig. Ja, ja. Und aber Leute, die jetzt glauben, an solchen Dingen ausgesetzt zu sein, deren Symptome, noch einmal der Hinweis auf diese beiden Interviews auch mit den beiden Betroffenen, die sind, also ich wundere mich, dass die, wie die das aushalten. Das ist also der Brummton ist relativ einfach technisch nachweisbar, weil der relativ gut messbar ist. Man weiß auch ungefähr, in welchem Frequenzbereich der liegt. Man macht also ganz einfach eine ELF-Frequenzmessung in irgendeinem Ort und macht dann hinterher eine Spektralanalyse auf dem Computer oder auf dem Oszilloskop und so weiter. Am Computer geht es am besten, dann kann man nämlich dann dieses Signal, was man dann im Spektrum sieht, kann man das rausfiltern und dann kann man das quasi als MP3 oder Wave-Datei abspeichern und anhörbar machen. Man kann es also akustisch hörbar machen und wenn man diese Töne, die man da gemessen hat, quasi den Leuten vorspielt, fragt, ist es das, was du hörst, dann sagen die halt in der Regel ja. Ne? Ja. Und das sind Sachen, die man jetzt nicht hört bei der Aufzeichnung, sondern die man erst dann hört, wenn man das über den Computer jetzt umrechnet, wenn man sozusagen diese 80 Hertz elektromagnetische Welle in eine 80 Hertz Schallwelle umwandelt. Das ist der Trick dann an ganz. Und das wirklich das Interessante ist eben, dass also manche Menschen offenbar so sensibel sind, also elektrosensibel oder es ist genau auf sie abgestimmt, warum auch immer, dass sie tatsächlich, also noch einmal, elektromagnetische Wellen hören können. Das ist wie ein Radioempfänger, nur ohne Empfängerteil und ohne Filter etc., sondern einfach direkt durch Stimulation von Hirnregionen. Das kann eben Resonanzgründe haben, das kann durchaus sogar mit den Körperabmessungen zusammenhängen. Der eine hat einen Schädel, der ein bisschen größer ist als der andere und dann können sich schon stehende Wellen innerhalb des Schädels ausbilden, die dann sich gegenseitig verstärken. Dann gibt es halt noch die Möglichkeit, diese stimulierten Gamma-Impulse zu machen, also auch die Mikrowellenimpulse hören zu können. Das geht dann eher über die Zellen, über die Erbsubstanz in den Zellen, die darauf reagieren. Da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten. Also man rechnet damit, dass etwa 2% der Bevölkerung so stark elektrosensibel sind, dass sie eben solche Töne hören können. Ne? Sie haben schon erwähnt, also Schumann-Resonanzfrequenz ist also ausschlaggebend auch für die Funktionsweise von HARP, jetzt, vor allem wenn man jetzt unterstellt, dass da also bewusstseinsverändernde Manipulationen getätigt werden, dann geht das vor allem über diesen Effekt, den man im Schumann-Resonanzfrequenz nennt, wo also Erdoberfläche und Ionosphäre, glaube ich, die Resonanzfrequenz dieses bilden einen Kugelkondensator sozusagen. Dieses Kugelkondensators, ne? Entspricht dann genau diesen 7,83 Hertz, glaube ich. Ja, ungefähr, ja. Das Interessante jetzt auch, in Ihrem Buch Zaubergesang beschreiben Sie das auch, diese Resonanzfrequenz liegt also genau in einem Bereich, der so an der Schwelle zwischen Wachsein und Schlaf beim Menschen liegt. Und unser Gehirn hat sich offenbar in den Millionen der Evolution genau auf diese Frequenzen eingestellt und ist quasi mit diesen groß geworden. Und daher auch die Sensibilität an diesen Maxima der Schumann-Resonanzfrequenz. Und es gibt ja bestimmte Kulturen auf der Erde, zum Beispiel die Aborigines in Australien, die davon reden, dass die Erschaffung der Erde in einer sogenannten Traumzeit entstand.
und dass diese Traumzeit sehr eng mit der Erde verbunden ist. Ich meine, da wird das schon im Wesentlichen ausgedrückt, dass diese Menschen über ihre, wenn sie träumen, über ihre Gehirnfrequenzen in Kontakt mit der Erde treten, ne? Und dass sie quasi dann die gleichen Frequenzen haben, die auch von der Erde ausgehen. Und das haben viele, viele alte Kulturen so intuitiv gewusst, ohne das nun wissenschaftlich-technisch erklären zu können, wie wir es heute können, und sich zunutze gemacht, dass man sozusagen in einem Bereich des Traums sozusagen in besonders engen Kontakt zur Erde gerät. Wobei man sagen muss, bei den Tieren ist es sogar so, dass diese 7,8 Hertz etwa in etwa der Wachheitsfrequenz entsprechen. Tiere haben ja einen etwas gegenüber dem Menschen abgesenkten Bewusstseinszustand, der eher unserem Unterbewusstsein entspricht, weil sie mehr instinktiv reagieren. Und der Mensch hat sich halt im Zuge der Evolution ein bisschen darüber hinaus entwickelt und hat jetzt also quasi diesen freien Willen, dieses Tagesbewusstsein, dieses kritische Bewusstsein entwickelt, was jetzt mit höhere Frequenzen gekoppelt ist. Und da tendieren jetzt die Schumann-Frequenzen immer wieder dazu, uns wieder zurückzuziehen in diesen unbewussten Zustand. Ich meine, allein schon spannend, es wird ja sehr viel in New Age-Kreisen von einem Frequency Shift, das Shift, berühmtes Wort im englischsprachigen Raum, also einer Schwingungserhöhung gesprochen. Und da würde das ja tatsächlich Sinn ergeben in diesem Zusammenhang. Ja, das ist natürlich auch, das ist eine Sache, die schon seit Jahren kursiert, in auch gerade so in esoterischen Kreisen, die allerdings leider nicht stimmt. Wir haben da auch lange mit dem Professor Sandman in Alaska darüber diskutiert. Der hat auch gefragt, könnt ihr mir sagen, wo eigentlich diese Sache entstanden ist? Ich glaube, das ist aus einem Missverständnis entstanden. Es wird immer wieder behauptet, die Schumann-Frequenz sei jetzt schon bis 10, 11 Hertz angestiegen. Das stimmt nicht. Das lässt sich durch Messungen nicht verifizieren. Es stimmt schon, dass durch die Erderwärmung die Frequenz der untersten Schumann-Resonanz langsam ansteigt, aber nicht in dem Maße, wie es da behauptet wird. Also sie liegt teilweise im Sommer, wenn es sehr warm ist, auf der Nordhalbkugel, liegt sie teilweise über 8 Hertz schon. Dann geht sie im Winter wieder runter. Aber diese 10, 11 Hertz, da haben die Leute einfach übersehen, dass es mehr als eine Schumann-Frequenz gibt. Es gibt insgesamt 5 oder 6, die schon identifiziert sind, die in unterschiedlichen Frequenzbereichen, 13 Hertz, 20 Hertz und so weiter, gehen die weiter. Das sind die nächsten Schumann-Resonanzen, die Oberschwingungen sozusagen. Und das darf man jetzt nicht mischen. Also im Grunde hat sich da nicht so dramatisch was geändert, aber grundsätzlich durch die Erderwärmung ist es so, dass die Schumann-Frequenz langsam ansteigt und das heißt, die Erde weckt uns langsam auf. Ja, das finde ich nämlich spannend, weil durch einen Anstieg der Schumann-Frequenz, und da wir ja auf diesem Bereich so sensibel sind, das würde Ihrer Meinung nach tatsächlich auch einen Einfluss auf uns haben. Hat es zweifelsohne, aber das geht langsam. Man weiß auf jeden Fall, dass elektromagnetische Frequenzen ohne weiteres auch die Entwicklung ganzer Völker beeinflusst haben, speziell allerdings jetzt nicht so sehr die Schumann-Frequenzen, sondern da treten eher die Sonnenaktivitäten in den Vordergrund. Wenn die Sonne sehr aktiv ist und jetzt große Mengen elektromagnetischer Materie hier auf die Erde schleudert, diese Sonnenstürme und Protuberanzen, was da geschieht ab und zu, dann hat man festgestellt, dass in den Jahren, wo solche Sonnenflecken Maxima sind, wo also mehr Elektromagnetismus von der Sonne auf die Erde kam, es sehr oft zu Revolutionen und zu Umwälzungen in der menschlichen Kultur kam. Das ist allen Geophysikern bekannt, aber es wird da mehr unter vorgehaltener Hand diskutiert, weil sie auch sagen, ja, das ist ziemlich heißes Eisen. Man weiß also, dass solche Maxima alle 11 Jahre etwa auftreten bei der Sonne und dass also zumindest die großen Revolutionen von 1848 und auch die Oktoberrevolution 1917 und so weiter, dass das alles Jahre waren, in denen solche Sonnenflecken maximal